Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin-Review auf diesem Kanal. Ja, endlich ist es wieder soweit, ein neues Magazin ist da. In dem Fall handelt es sich um das Magazin Nummer 105 für 4,99 € mit einem oder zwei sehr coolen Extras dabei. Und nicht nur die Imperator Palpatine-Figur und die LE7, nein, auch zwei nette Poster sind dabei. Und das eine finde ich jetzt schon mega, wir werden es ja gleich in einem Großformat sehen. Jedoch das Wichtige zuerst, natürlich die beiden Hauptkaufgründe. Ich persönlich sammle ja keine Lego Star Wars Karten, aber die werde ich mir dann doch mal für den Fall der Fälle, dass die wertvoll werden, irgendwo hinstecken. Und die sieht schon recht cool aus mit dem Glitzer da im Hintergrund, ne? Sei doch beim Abziehen immer vorsichtig, denn ich hatte früher so eine Mickey Mouse Entenhausen und da habe ich die Spielzeuge immer richtig mit Ruck abgezogen und dann ist gleich meine ganze Vorderseite kaputt gewesen. Der Kleber tut auf jeden Fall seinen Job ziemlich gut. So, jetzt wo wir beides gelöst haben, können wir nochmal die Titelseite sehen. Natürlich Imperator Palpatine. Ich finde es sehr, sehr zwiespältig, dass wir eine Imperator Palpatine-Figur in einem Magazin bekommen. Das hier ist übrigens auch dieselbe Imperator Palpatine-Minifigur wie auch in dem Todesstern-Diorama. Und was ich bei dieser Figur jederzeit kritisieren kann, warum hat der keine vernünftigen Pupillen? Ich verstehe es nicht. Machen wir das Ganze mal auf. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit für Leute, die halt noch keinen Imperator bekommen haben oder noch keinen Imperator in ihrer Sammlung haben, sich den Imperator mal zuzulegen. Und das Imperator Palpatine auch schon fertig aufgebaut. Er hat hier seine standardmäßigen beiden transparent blauen Blitze. Zusätzlich dazu gibt es eine sehr, sehr nette Torso-Bedruckung. Was will man von jemandem erwarten, der Umhänge trägt? Ein paar Striche reichen da vollkommen aus. Das Cape ist aus diesem netten Spongy-Material. Und unser guter Imperator Palpatine hat auch ein Wendegesicht. Damals als 13-, 14-Jähriger wollte ich unbedingt immer eine Imperator Palpatine-Minifigur bekommen. Leider gab es die immer nur in teuren Sets, aber dieses Magazin bietet eben auch diesmal die Möglichkeit, ihn günstig zu erwerben. Machen wir das Ganze mal beiseite und kommen wir jetzt zum Magazin himself. Titelseite Darth Maul haben wir schon genug besprochen. Hier haben wir dann das Inhaltsverzeichnis. Zuerst kommt ein Comic, dann kommt ein Poster, nochmal ein Poster, ein Spiel, Rätsel, extra Comic, noch ein Poster, noch Fanpost, Infos und die Vorschau plus Impressum. Hier sind nochmal ein paar grobe Bilder dazu. Hier drüben ist noch Werbung für Lego City. Da unten sind die Sets, ein Löschflugzeug, eine kleine, was ist das? Ein Gefängnis auf einer Insel? Okay. Starten wir mal mit dem ersten Comic. Hier handelt es sich um einen Comic mit Darth Maul und Darth Sidious und sehr vielen Klontroopern im Nachhinein. Und zwar das Comic Jagd nach dem Kyber-Kristall. Ich denke, der Titel beschreibt schon das Vorgehen in diesem Comic sehr, sehr gut. Denn Darth Maul jagt nach einem Kyber-Kristall, trifft dabei auf Darth Sidious. Die bekämpfen sich ein bisschen. Dann fliegen auch mal die Fetzen mit den Laserschwertern. Und wie bei jedem guten Fernsehsender, Werbung. Auf den nächsten Seiten trifft dann Darth Maul auf Klontrooper oder Sturmtruppen müsste es dann doch schon sein. Bin mir nicht sicher, in welcher Timeline dieses Comic spielt. Auf diesen Seiten scheint es so, als ob Darth Maul mit dem Jetpack dann entkommt von den Klontruppen. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Ich habe erstmal alles nur grob durchblättert. Werde mir das Comic aber im Nachhinein auch nochmal ganz in Ruhe anschauen und durchlesen. So, und wie es scheint, endet dann das erste Comic auch hier schon. Und die Poster beginnen. Wie wir schon auf der Titelseite gesehen haben, ist das eine Poster mit Darth Maul hier zur Hälfte. Und dann das Poster, was ich am meisten feiere, dieses imperiale Sternenjäger-Poster. Oh mein Gott, das sieht so dermaßen cool aus. Noch cooler als das 501. Truppler-Poster, was wir im letzten Comic hatten. Und ich liebe das einfach mit diesem großen imperialen Logo hier im Hintergrund. Wir haben den TIE-Bomber, wir haben zwei TIE-Fighter und diese beiden TIE-Interceptor. Das sieht so dermaßen geil aus. Dann haben wir ein bisschen Fangeschichte, wie es hier aussieht. Das scheinen Lego-Sets in freier Wildbahn zu sein. Dann das erste große Rätsel, Anflug auf den Todesstern. Hier gibt es um den Todesstern herum sehr, sehr viele Aktionsfelder, die man beachten muss. Ist auf jeden Fall alles hier beschrieben. Okay, man braucht einen Würfel dazu, Mitspieler auf jeden Fall, zwei Lego-Minifiguren oder Lego-Steiner-Spielfiguren. Aha, okay. Gut, ja, in dem Fall könnte man auf jeden Fall als eine Spielfigur Imperator Palpatine verwenden. Zack, 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 zack. Dann geht es hier weiter mit noch mehr Rätsel, Spaß und Freude. Rechts haben wir so eine Art Sudoku und links ein bisschen ordnungshalber Spiel. Dann gibt es noch das Rätsel oder Spiel Kniffliger Anflug mit Han Solo und Chewbacca. Und was ich sehr, sehr cool fand, es gibt hier so eine Zitate-Seite, wo man dann jeder Minifigur ein Zitat zuordnen muss oder besser gesagt das Zitat der Minifigur mit Zitaten wie "Es ist dein Schicksal, auch du, genau wie dein Vater, gehörst jetzt mir." Ja, wer könnte das sein? Natürlich Imperator Palpatine. Hier übrigens noch mit seinen richtigen Pupillen dargestellt. Und weil wir gerade schon vom Imperator gesprochen haben,
Hier gibt es auch nochmal ein kleines Quiz über den Imperator. Der einzige Imperator. Wie gut kennst du ihn? Was haben wir denn hier Schönes? Frage 1. Wie ist sein richtiger Name? Anakin? What the fuck? Okay. Frage 2. Wie ist sein Sith-Name? Natürlich Darth Sidious. Welche Farbe hat sein Lichtschwertgriff? Natürlich Gold. Und Frage 4. Von welchem Planeten stammt er? Natürlich von Naboo. Ich glaube, Frage 4 ist da das Schwerste. Und dann stand auch schon das nächste Comic. Die Überraschungsinspektion. Ein Comic mit Darth Vader, Imperator Palpatine und ein paar Stormtroopers, wie es aussieht. Allem in allem kann man, glaube ich, dieses Comic als der große Frühjahrsputz auch betiteln. Allzu lang ist das Comic auf jeden Fall nicht. Das war es nämlich schon. Hier ist das Ende. Und dann geht es weiter mit Sternzerstörern. Da gibt es ein paar Fakten zu den ein oder anderen Sternzerstörern. Auf jeden Fall ein normaler Sternzerstörer, der Supersternzerstörer, der Executor und ein Erste Ordnung Sternzerstörer. Dann rechts davon hätten wir ein bisschen Fanart. Zoomen wir euch mal ran. Da haben wir ein paar nette Mocks und ein paar nette Zeichnungen. Ich finde es schön, dass so Magazine immer Möglichkeiten bieten, Fanart oder Fan-Mocks mit einzubringen. Und dann landen wir von da aus schon auf der letzten Seite, auf den letzten paar Seiten. Mit Werbung für das nächste Comic und tatsächlich, ich konnte meinen Augen kaum trauen, ein Coruscant Guard Toppler kommt in den nächsten Comic als Minifigur raus. Inklusive einer Collectible Card von R2-D2. Die Lösungen für die Rätsel findet ihr noch, das Impressum und zusätzlich dazu nochmal Werbung für Lego Ninjago, das Magazin. Hierauf freue ich mich schon sehr, weil ich brauche dringend Schocktruppler in meiner Sammlung und dieses Magazin wird auf jeden Fall meine Schocktruppler Legion sehr aufwerten. So, hier nochmal die Rückseite mit Spider-Man. Das Magazin existiert dann auch neben dem Star Wars Magazin. Aber hier auf diesem Kanal interessiert uns nur Star Wars. Zum Großteil auf jeden Fall. Gut, und dann war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst dem Video gerne eine positive Bewertung da. Und dann hören wir uns im nächsten Video, Freunde. Bis dann, würde ich sagen. Ciao, ciao.